Jetzt habe ich aber so ein bisschen die Schnauze voll. Ehrlich wahr! Ständig werde ich gefragt, Iso, was spielst denn du für Saiten? Iso, was für Saiten spielst denn du? Iso, was für Saiten spielst du? Und ich so. So, und deswegen dachte ich, ich mach mal einen kleinen Videodingsbums, damit ihr das wisst. Also, ich spiele Savary-Konzertsaiten. Ja, die sehen so aus. Die Saiten sind eigentlich für Gitarre. Nylon-Saiten für Gitarre. Und ich kaufe sie als Einzelsaiten. Weswegen ich die spiele, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ganz am Anfang, als ich mit Ukulele angefangen habe, habe ich Ko'olau-Saiten gespielt. Damals waren die noch so kriekelkrakelgelb und ganz dick und rau und ich fand die ganz großartig. Dann hat Ko'olau die Saiten gewechselt. Sie haben sie mit Laser geschnitten, die wurden spiegelglatt und sie waren so pipifarben, so durchsichtig. Und die klangen irgendwie nicht mehr so. Also habe ich wieder Saiten gesucht, die rau waren. Weil das mit dem Rau hat so eine Besonderheit, es hat so ein rauchiges, so ein Pf im Anschlag, wenn man mit dem Daumen spielt. Pf, so, das, ich finde das total geil. Ja? Die Leute mögen das nicht so, weil man dann die Rutschgeräusche, die Griffgeräusche ein bisschen deutlicher hört, wenn die Saiten rau sind, als wenn sie ganz glatt sind. Aber mir ist es egal, ich spiele sowieso so unsauber, pfeif drauf. So, dann habe ich auf Aquila-Saiten gewechselt und die waren damals noch sehr dick und weiß und rau und total geil eine Weile. Und dann haben die irgendwie die Kunststoffmixtur geändert, die Nylon-Mixtur und irgendwie kam nichts mehr raus aus den Dingern. Ich weiß es nicht, fragt mich nicht. Ich habe Aquila plötzlich von heute auf morgen einen alten Satz drauf gehabt, war sehr zufrieden und dann einen neuen Satz drauf und dachte, was ist das für ein Scheiß? So, also habe ich wieder nach neuen Saiten gesucht und weil Ukulele-Saiten, das, ja, meine Güte, inzwischen gibt es echt viele davon, aber das war halt nicht immer so und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, ich suche Gitarrensaiten. Da gibt es echt viele und zweitens gibt es sie auch in verschiedenen Dicken. Jetzt mal kurz Anmerkung, ihr könnt natürlich jeden beliebigen Gitarrensaitensatz auf eure Ukulele drauf machen. Hey, warum denn nicht? Und zwar müsst ihr dann einfach nur die vier Diskant-Saiten nehmen, die hohen vier Saiten, also E, H und dann ist das, glaube ich, ein G und ein D. Könnt ihr von jedem beliebigen Satz Gitarrensaiten einfach draufziehen, diese vier, das funktioniert für die Ukulele. Dann habt ihr allerdings ein Low-G. Ist übrigens auch ein kleiner Tipp, wenn ihr einfach mal eine Low-G-Saite ausprobieren möchtet, geht ihr in einen Musikladen, kauft euch eine G-Saite für eine D-Saite für Gitarre und bums, habt ihr eine tiefe G-Saite für Ukulele. Alles klar? So, ich spiele die Savary-Saiten, weil es die in unterschiedlichen Stärken gibt. Das hier ist die sogenannte Carte Blanche, also weiß. Es ist ein bisschen gelblich, aber hey. Und das sind Low-Tension-Saiten. Die gibt es noch in Rot, das wäre das hier zum Beispiel. Das ist High Tension. Ja, es gibt dazwischen nichts, es gibt Low und High Tension. Und dann gibt es noch eine gelbe Karte, eine Karte Jaune, glaube ich. Das sind Ultra High Tension, also sehr, sehr dicke, harte Saiten. Wozu braucht man unterschiedliche Stärken bei Saiten? Das ist ganz einfach. Dünne Saiten müssen nicht so gespannt werden und sind leichter zu greifen. César. Warum sollte man also dickere Saiten spielen? Die Antwort ist einfach. Dicke Saiten kann man nicht so leicht ziehen. Also man verzieht sie nicht versehentlich, sodass man eine bessere Intonation hat. Und sie sind vor allen Dingen, weil sie mehr Zug haben, einfach lauter. Außerdem finde ich, dicke Saiten bilden ein bisschen mehr Dynamik ab. Das heißt, wenn ich leise spiele, dann sind dicke Saiten leiser und klingen auch ein bisschen weicher. Und wenn man dicke Saiten richtig laut spielt, dann kommt richtig was raus und das macht das fiese Plonk. Wenn ich ein High G spielen möchte, dann nehme ich eine rote E1 als G-Saite. Wenn ich ein Low G spiele, was ich meist mache, dann nehme ich tatsächlich ebenfalls die roten, die D-Saite. So eine Gitarre ist ein bisschen größer. Der fällt es einfach leichter, so einen tiefen Ton zu machen. Ja, wenn ich jetzt eine etwas härtere, eine etwas dickere
Seite nehme, auf so einer kurzen Mensur wie von der Ukulele, dann fällt der das, dann kriegt die da diesen tiefen Ton mit etwas mehr Leichtigkeit, mit etwas mehr Bums raus. Es führt dazu, dass die G-Seite ein klitzekleines bisschen zu laut ist mitunter, aber tatsächlich reguliert sich das mit der Zeit. Ne? Also viele sagen, oh, die umsponnenen Saiten, das ist total scheiße, die klingen ganz anders. Das stimmt. Die ersten ein, zwei Tage klingen die wegen des Metalldrahts sehr spitz. Aber wenn man sie genug gespielt hat, dann legt sich das. Und dann werden die etwas leiser und etwas weicher vom Sound und dann passen sie insgesamt ganz hervorragend. Also das heißt, gerade wenn ihr umsponnene Saiten spielt, dann gebt ein bisschen, guckt ein bisschen drauf, dass ihr nicht sofort beurteilt, boah, die klingt nicht, sondern gebt ihr etwas Zeit der G-Seite, der umsponnenen. Probiert das doch einfach mal aus, wenn ihr das möchtet. Ich möchte euch allerdings noch zwei Gründe sagen, warum die Saiten nicht unbedingt etwas für Anfänger sind und warum sie auch nicht uneingeschränkt zum Fehlen sind. Die Savare sind sehr temperaturempfindlich. Soll heißen, ich stimme meine Ukulele und die ist noch ganz kalt. 5 Minuten später ist die Ukulele fast einen Viertelton zu hoch, weil die durch Spielen warm geworden ist. Ich muss also nachstimmen nach 5 Minuten. Das ist echt nervig. Vor allen Dingen, wenn man kurz eine Spielpause macht oder die Ukulele mal zum Auf-Klo-Gehen beiseite hängt, dann ist sie nachher verstimmt. Ich mache das immer ganz gerne in meinen Workshops. Ich halte die gestimmte Ukulele aus dem Fenster, wenn es draußen ein bisschen kühl ist, wieder rein. Die ist total verstimmt. Dann mache ich es 2-3 Mal so mit den Fingern so über die Saiten drüber. Und danach stimmt sie fast wieder. Also das ist ja eigentlich nicht so geil. Das Zweite, weswegen ich denke, dass die Savare nicht unbedingt gut geeignet sind für Anfänger, ist, sie verzeihen so gar nichts. Also das heißt, wenn man nicht sauber greift oder nicht feste genug greift oder wenn man nicht sauber anschlägt oder nicht genau so schlägt, immer gleich, oder dann hört man das. Die Saiten machen genau das, was der Spieler macht. Und wenn man eben einfach noch nicht so stabil ist und noch nicht so super präzise greifen kann, dann klingt das sofort wie Geeier auf den Savare-Seiten. Aber vielleicht probiert ihr es einfach selber aus, wie gesagt. Gut, wie gesagt, Fragen runter in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr auf Like klickt von dem Video oder wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich habe ja in Zukunft vor noch ganz viele Videos zum Thema Saiten zu machen. Vielleicht ist noch mehr dabei, was euch interessiert. Bis jetzt. Tschüss.